Guten Abend und herzlich willkommen zum Webinar mit Ursula Löckenhoff. Also Ursula, du bist dran, ich freue mich. Ja, ich freue mich auch, euch hier jetzt alle ganz herzlich willkommen zu heißen zu meinem vierten Webinar schon bei Cosmos. Diesmal sprechen wir darüber im Dialog mit deinem Hund. Für die, die mich noch nicht kennen, möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Ursula Löckenhoff. Ich engagiere mich seit vielen Jahren im Tierschutz, habe die Galgo-Hilfe gegründet und im Zuge dessen nehme ich Hunde auf, Pflegehunde, bereite sie auf ihre Familien vor, vermittle die Hunde. Zusätzlich führe ich in Düsseldorf ein Hundehotel, habe eine Ausbildung als Hundephysiotherapeutin gemacht, um die Hunde auch im gesundheitlichen Aspekt besser verstehen zu können. Ich lebe und teile meinen Alltag also mit den unterschiedlichsten Hunden, mit den unterschiedlichsten Problematiken. Hunde, die ausreichend auf den Mensch sozialisiert wurden, genauso wie mit Hunden, die wenig menschlichen Kontakt hatten. Hunde mit Erziehungsdefiziten kommen zu uns, Hunde mit Handicaps. Mit all diesen Hunden teile ich den Familienalltag sowohl in der Stadt, wie gesagt, wir leben in Düsseldorf, wie auch in der Natur. Alle diese Hunde sind unterschiedliche Persönlichkeiten, möchten als solche auch als Individuum wahrgenommen und verstanden werden. Und wie das geht, wie wir den Hund abholen können, wie wir ihn besser verstehen können, darüber sprechen wir heute im Dialog mit deinem Hund, wie wir uns besser und verständlicher mit dem Hund unterhalten können. Aber jetzt sprechen wir über das Webinar im Dialog mit deinem Hund. Wir sprechen, das Webinar ist in drei Teile aufgeteilt. Dialog, was ist das eigentlich? Ich hole auch einmal ganz kurz aus und wir sprechen über die Domestikation. Auch das ist wichtig, dass wir einmal uns die Geschichte der Hunde angucken. Wir sprechen über die Ausdrucksmittel, was haben wir zur Verfügung, um mit dem Hund in Kontakt zu treten. Und wir sprechen über den Alltag. So, wir fangen an mit, dass wir uns erstmal überlegen, was bedeutet eigentlich Dialog, wenn wir darüber sprechen. Ja? Dialog ist nichts anderes als Rede und Gegenrede, also das Gegenteil von Monolog, das, was ich jetzt hier mache. Ich hoffe, dass ihr euch gleich auch ein bisschen beteiligt, dass ich nicht ganz so alleine hier rede. Dialog, Rede und Gegenrede ist nichts anderes als der soziale Austausch zwischen zwei oder mehr Individuen zum Kennenlernen der gegenseitigen Standpunkte. Ihr seht mich hier auf dem Bild mit der Milou, die ist das erste Mal hier bei mir in der Gruppe. Ich habe sie noch über die Leine, halte sie über die Leine im Raum und wir sprechen uns miteinander aus, auf Augenhöhe. Wir tauschen uns aus. Wir lernen uns kennen. Dialog, jetzt seid ihr gefordert. Carsten, vielleicht schreibst du mal auf oder schaust. Jetzt nennt mir doch mal ein paar Synonyme. Was könnte denn Dialog noch bedeuten? Also andere Worte für Dialog. Jetzt dürft ihr euch gerne einbringen, damit ich nicht hier nur alleine rede. In der Zwischenzeit, wo der Carsten das sammelt, erkläre ich einmal kurz das Bild hier. Hier sieht man halt, wie ich mit den Hunden spreche. Und das bitte hier auch direkt an der Stelle sprechen, heißt nicht immer, dass wir verbal unterwegs sind, sondern unser Körper spricht auch sehr viel. Soll ich schon was sagen? Ja, kannst du gerne schon mal, wenn da schon was eingetrudelt. Also, ganz häufig kommt Gespräch, das meiste Austausch, Verständigung, genau. Blickkontakt, ja. Kommunikation, Auseinandersetzung, Diskussion, Streitgespräch, Körpersprache, ja, genau. Ja, super. Dann gehe ich direkt mal zur nächsten Folie. Und da habe ich das auch noch mal einmal zusammengefasst, was ihr jetzt auch schon alles gebracht habt. Ich finde das auch klasse, dass ihr Diskussion gesagt habt. Genau, man muss sich dabei nicht immer einig sein. Man tauscht sich aus. Man teilt dem anderen den Standpunkt mit. Da kann man einer Meinung sein und manchmal kann man eben auch anderer Meinung sein. Das alles ist nichts anderes als Kommunikation, das Geben und Nehmen von Informationen. Und nur sprechenden Menschen kann geholfen werden, hat meine Oma schon immer gesagt.